Ja, bitte einen herzlichen Applaus für Aaron Lehmann und Peter Trabner, die beide noch hier sind, wenn wir Licht haben könnten. Genau, kommt nach vorne. Danke für euren Film. Und zu später Stunde wollen wir uns noch zu einem kleinen Mitternachtstalk zusammenfinden. Wir können uns auch setzen, stehen, ihr setzt euch. Ja, was ein Film. Also die wichtigsten Fragen sind natürlich, mit diesen Tieren zu drehen, das ist ja schon, wenn man alles geplant hat, extrem schwierig. Wie ist das denn, wenn man improvisiert und dann diese Kühe, Ochsen dabei hat, erzählt mal davon. Also tatsächlich, wenn man Tiere hat, bleibt einem sowieso nichts anderes übrig, als zu improvisieren. Also ich glaube, so hat man überhaupt eine Chance, dass die Szene irgendwie annähernd eine Dynamik und einen Rhythmus bekommt. Also im Drehbuch stand die ursprünglich anders, also diese Kuhszene, auch die Kuhreitszene, also die mussten wir eigentlich von hinten nach vorne drehen. Also wir haben erst versucht, die chronologisch zu drehen, sie kommen dahin und die Kühe rannten aber über die ganze Wiese und wir konnten überhaupt gar keinen Anschluss finden, wo wir in die Szene reinkommen. Also fingen wir an, erst damit zu drehen, wo sie versuchen aufzusteigen und haben dann den Anfang gedreht, wie sie zu der Wiese kommen. Ansonsten wäre da wahrscheinlich keine Szene rausgekommen. Gleichzeitig ist das hochgefährlich, oder? Also wenn ihr einäugigen Bauern begegnet, liegt in der Regel daran, dass sie Kühe mit Hörnern haben. Also so, das war echt so die wichtige Information, die wir hatten. Wenn sich Kühe kratzen, weg von den Hörnern, da ist man dann auch irgendwann nur noch ganz schnell im 2D-Modus. So, das ja, aber ansonsten ist dieser Mick ist ja ein reizender Ochse. Wir hatten jetzt kein Geld für einen Tiertrainer. Also der Tiertrainer ist so eine Kuh. Wir haben da mal recherchiert. Die billigste Tiertrainer-Kuh, die wir kriegen konnten, hätte uns, ich glaube, 800 Euro pro Drehtag gekostet. Das ist einfach, also war nicht zu stemmen für uns. Und dann sind wir auf so ein Feuerwehrfest gefahren, wo so ein Ochsenrennen stattfand. Und da haben wir uns den zahmsten Ochsen rausgesucht und sind zu der Besitzerin und haben mit der gesprochen. Und das war eine junge Bäuerin, die halt, der Vater hatte irgendwie kein Weihnachtsgeschenk besorgt und da war so ein recht schmaler Hammel irgendwie gerade geworfen, wo er dachte, der kommt eh nicht durch und er hatte den seiner Tochter zu Weihnachten geschenkt, weil die sich eigentlich immer ein Pferd gewünscht hat, aber dafür war kein Platz auf dem Hof und dann ab dem Moment, wo sie der Ochse tragen konnte, hat sie angefangen, den zu reiten und von dem her hat der Mick das auch super entspannt gemacht, also an sich. Also ich weiß, dem Jan ist so ein bisschen die Düse gegangen am Anfang, als er so das erste Mal drauf sollte, aber irgendwann waren die zwei ein Herz und eine Seele. Also Mick sowieso, der war immer super zahm. Ach, Mick war toll, ja. Speck Brody ist fiktiv? Nein, ist nicht fiktiv. Nicht fiktiv. Speck Brody ist ein Nachbardorf von meinem Dorf. Also wir haben den Film in meinem Heimatdorf gedreht. Spielen auch ganz viele Leute aus meinem Dorf mit. Also ich glaube, wenn du einfach keine Mittel hast, musst du dahin gehen, wo dir die Leute gerne helfen. Und wenn du in einem schönen Dorf aufgewachsen bist, wie das bei mir glücklicherweise der Fall war, dann kann Dorfgemeinschaft was richtig Tolles sein. Es kann auch echt kacke sein, aber ich habe einfach Glück gehabt. Ich habe dann Joker gezogen, was so das Dorf angeht. Und dann habe ich einfach den Karre angerufen und habe gesagt, Karre, du, wir brauchen das Feuerwehrauto. Er hat gesagt, alles klar, holst du den Schlüssel ab, fahrt aber nicht zu weit weg, falls was ist. Mussten wir uns im Dunstkreis um 5 Kilometer in etwa da quasi bewegen, damit wir rechtzeitig im Notfall wieder da sind. Aber ansonsten haben wir dieses Feuerwehrauto in Eigendisposition rumgefahren. Okay. Deine Uhr, Peter. Dein Wecker klingelt. Naja, diese Einwohner von Speck Brody, ja, oder dem Ort, besser gesagt. Du hast ja mit Peter einen Choreografen gecastet, so steht das ja im Abspann. Peter, erzähl mal, was hast du vorher gewusst? Und B, hast du dann die Leute trainiert tatsächlich, wie man es im Film sieht? Oder ist das nur ein Stilmittel im Film? Wo war da die Arbeitsteilung zwischen euch beiden? Ich habe sie tatsächlich trainiert, ja. Also es waren einige Stunden auf diesem Vorplatz in Speck Brody, auf diesem Feuerwehrplatz vorne, genau. Da hat das alles stattgefunden. Und dann, was wusste ich denn noch? Ich wusste halt diese Bürgermeister-Dame,
dass es da dann noch dieses Tänzchen gibt, mit dieses Blumentänzchen da am Baum. Und ich habe das auch sehr genossen, weil wir da mit dem Wohnmobil, bin ich da mit meiner Frau und der Tochter hingefahren. Wir standen dann in Speckbrodi am Sportplatz, haben die Kabeltrommel am Sportlerheim, da habe ich meinen Strom herbekommen, da habe ich dann auch mein Frischwasser geholt. Dann waren mal irgendwie ein paar Tage frei, da bin ich dann ins Playmobilland gefahren, nach Zierndorf war ich 2 Tage, dann wieder zurückgeöttelt und ich fand das super. In Speckbrodi. So eine Standardfrage natürlich, aber interessiert mich gerade, weil du improvisierst sehr. Das ist ja doch dann relativ nah an dem, was du ja auch jetzt öfter machst. Also du gibst ja tatsächlich solche Workshops. Ist das was Schwierigeres, dann sowas zu spielen, was näher an einem dran ist, als wenn man jetzt was spielt, was weiter weg ist? Oder ist das einfach ein Handwerk und da ist es wurscht, was man spielt? Das war mir tatsächlich so ein bisschen unangenehm, weil es wirklich so 1:1 ist. So. Aber ich habe jetzt neulich, war meine Mutter in einem Film von mir, die hat dann gesagt, du spielst, also die hat halt überhaupt keinen Kontakt mehr zu meinem Vater. Die haben sich irgendwie vor 40 Jahren getrennt. Du spielst ja genau, wie der Alte ist. Das war jetzt kein Kompliment. Da bin ich dann auch total sprachlos. Da weiß ich auch nicht, was ich dazu sagen soll. Wir möchten das natürlich auch nicht alleine führen. Also Sie können gerne jetzt auch Fragen stellen und auch mal eine Anmerkung loswerden. Wo geht ihr denn jetzt hin, ihr drei? Oh, ja, wir fahren auch nach Mainz. Genau. Morgen geht es da weiter. Bildet Fahrgemeinschaften. Bildet Fahrgemeinschaften. Schont die Umwelt. Drei nicht mehr. Wie bitte? Ja. Ah, okay. Das wird gefeilscht. Nee, also, kannst du noch Leute mitnehmen? Wir sind, glaube ich, also maximal eine Person könnte, glaube ich, noch rein, so wie ich das sehe. Da. Also, okay. Oder Sophie, was? Zack. Das dealen wir draußen. Okay. Gerne. Vielen Dank. Oh, sehr schön. Gibt es trotzdem noch von Ihrer Seite Anmerkungen oder Fragen? Winfried, hast du eine? Ich komme zu. Wer Urmel ist, ist ja, gefragt worden. Urmel ist die Unglückskuh, die wir eigentlich als erstes haben wollten für unseren schwarzen Rappen. Und die hatten wir eigentlich beim Bauer bestellt. Das war so eine ganz uralte Milchkuh. Und der hat gesagt, naja, Bauer zu nennen, sie schuld, sie können nichts mehr. Sie bringen nächsten Buch zum Schlachter. Und dann haben wir gesagt, komm, gib der Kuh mal noch 5 Wochen, bevor sie zum Schlachter kommt, das kannst du danach auch noch machen. Und erfalschten wir uns quasi eine Lebensverlängerung für Urmel. Und als wir sie dann abholen wollten, war Urmel nicht mehr an ihrem Platz gestanden. Hat gesagt, ja, die hat sich den Fuß vertrappt, ich musste sie zum Schlachter bringen. Und da war Urmel dann weg und wir dachten, wenigstens gedenken wir wenigstens noch in dem Film, weil wir eigentlich alle ein recht herzliches Verhältnis schon hatten. Also so beim Warm-up war sie so der gefeierte Star. Ja, und dann war Urmel aber schon woanders, auf jeden Fall. Also Filme können Leben retten, oder fast. Ja, fast. Ja. Also wir haben es probiert, ja. Also wo ich besonders stolz drauf bin, ist, also weil wir vorhin auch schon mal diese Schauspieler- und Laiendiskussion hatten, also ich habe einfach so diese Leute aus dem Dorf sind auch einfach wirklich Schauspieler und Laien aus dieser Region und vor allem dieser cholerische Vater, der da so voll in diese Probe reinprasselt, das ist einfach Bernd Frisch, der ist aus meinem Dorf, der ist hauptberuflich, oder nicht hauptberuflich, sein einziger Beruf ist Filialleiter der Raiffeisenbank Wemding. Und ich kenne den halt einfach, wenn wir Fasching haben bei uns im Dorf, da als ich 15 war, habe ich geschnallt, Mensch, der Mann hat Talent. Der hat da einen auf Wolfgang Petri gemacht, hatte sich so eine riesen Matte, kennt ihr Wolfgang Petri noch, so ein Schlagersänger, lange Matte, hier Schnauzer und hier so Freundschaftsbändchen bis zu den Achselhahn und da hat er diesen Wolfgang Petri gemacht an Fasching. Und es war unfassbar, es war so unglaublich gut. Also weil er hat ihn einmal live gesungen, das war schon irre. Ich finde, er war besser als das Original. Er hat ihn nicht karikiert, er wusste, dass es lustig ist, aber er hat ihn nicht karikiert. Und es war ein dermaßener Auftritt. Da war ich 15, da wusste ich schon, eines Tages, wenn ich mal einen Film drehe, dann besetze ich dich. Und
Und der macht das echt super. Und ich liebe den auch, wie der vorbereitet kommt so zum Set. Das ist, der sagt, ja, Aaron, du machst es dann richtig wild, gell? Also sag ich, ja, Bernd, pack ruhig aus. Ja, also so gescheit, gell? Also nur, das ist nicht wunderschön so. Sag ich, nein, Bernd, wirklich erstmal alles raus, kleiner, können wir es immer noch machen. Und dann kam der da reinmarschiert und ich habe halt auch meinen Komparsen erstmal nicht gesagt, dass da jemand kommt und es hat eine schöne erschrockene Stimmung auch gleich, als du da reingeprasselt bist, weil die meisten wussten nicht, wer er war. Und das, oder hat ein Konto das, bei ihm. Ja, oder, ich glaube auch ein paar Tage später. Ja, das stimmt, habe ich bei dem nicht letzte Woche ein Konto eröffnet. Also, ja. Aber nein, die machen das auch einfach auch, ja, die machen das toll. Also, ja. Das ist auch wirklich eine Stärke, glaube ich, dass man nicht ganz unterscheiden kann, wer ist jetzt wirklich Laie, wer ist Schauspieler, und das ist gar nicht negativ gemeint. Zum Beispiel, dass du, als du gesagt hast, dass dieses Dorf weitgehend alles Laien sind, aber der Bürgermeister, der ist ein Profi, der spielt aber den Laien so gut, weil der muss ja den Laien spielen. Das ist ja auch wieder echt, also diese Metaebenen sind ja auch ein Element, mit dem du in diesem Film sehr, sehr viel arbeitest. Ja, also das ist so ein bisschen so ein Geschenk gewesen, was uns diese Freiheit, das, wir konnten diesen Film eigentlich ständig reduzieren, immer wenn was nicht geklappt hat, also ursprünglich wollte ich mal 3 Kühe, also ursprünglich sollte mal jeder auf eine Kuh reiten, dann war das nicht möglich, weil die Kuh geführt wird, also aber reduzieren konnten wir lustigerweise immer, also wir konnten das Ding immer dem Budget anpassen und dann ist es einfach geil, wenn du es so einfach so wild mischt und irgendwann merkst du so, ist das eine Freiheit, wir spielen jetzt so mit der Fantasie und so, dass wir das so nach und nach so mischen, diese Ebenen, also das meine ich eben mit diesem wirklich Konzept, das wir hatten, dass wir sagen so, hier, wir erzählen Making-of und gleichzeitig müssen die ersten Spielfilmszenen echt noch steif sein, da muss es knirschen und dagegen so diese lebendigen Making-of-Szenen und dann kommen die so nach und nach immer näher und irgendwann muss das verschwimmen zu einem Film, also die entscheidende Szene, wo diese Schwelle übertreten wird, über die der Regisseur nicht zurück kann, ist dieser Tod von Lisbeth. Da ist er in seinem Film gefangen. Da würde er alles kaputt machen. Und das lässt diese Muse halt auch nicht zu. Die muss einfach sterben, dass er dieser Vision treu bleibt. Und in diesem Moment ist er in seiner eigenen Vision, die größer geworden ist als er, bleibt er gefangen. Und das meine ich eben so mit Improvisationsfilmen. Ich glaube, man muss ja auch gucken, was ist improvisiertes Drehen, wo gestaltet man tatsächlich die Geschichte an sich mit Improvisation. Zum Beispiel hier Petis Szenen, also da macht es ja keinen Sinn, ein Drehbuch dazu zu schreiben. Da weiß ich einfach von vornherein, wenn Peti mit Dorfleuten so einen Impro-Workshop macht, dann wird es besser als alles, was ich mir ausdenken könnte. Also es würde überhaupt gar keinen Sinn machen, die Komparsen da Texte zu geben, Abläufe, das würde alles viel, viel steifer werden. Und so ist es einfach, ja, es ist eine wilde Mischung. Axel Ranisch hat vorhin gesagt, das ist der Film über die German Mumblecore-Bewegung quasi inhaltlich. Jetzt sagst du, da ist die Muse als zentrales Element. Was sind denn eure Musen? Meine Muse ist, also ich habe so einen Lieblingspartner im klassischen Schauspiel am Theater, das ist Martin Clausen, das ist auch mein Trauzeuge, mit dem ich 15 Stück gemacht habe etwa. Das ist so eine Muse von mir. Dann meine Familie und komischerweise ich selber auch. Also quasi ich selber insofern, dass ich halt irgendwie gucke, dass ich immer was Neues machen will. Also jetzt bei diesen improvisierten Filmen habe ich natürlich auch die Möglichkeit, wie Axel sagt, wenn der sagt, komm mal vorbei, was wollen wir machen? Ja, ich würde gerne mal einen Zauberer machen. Also das ist ja völlig abgefahren. Also wo gibt es denn sowas, dass jemand sagt, was willst du machen? Und du kannst das machen. Oder mit Nico, das geht ja auch weiter, dass ich da sozusagen tatsächlich sagen kann, ah ja, das wird mich interessieren als nächstes. Also, dass ich es quasi auch sozusagen, ja, wirklich auch selber bin. Hört sich blöd an, aber so ist es halt. Ja, gute Frage. Also ich merke so interessanterweise, immer wenn ich Filme mache, zieht es mich raus aus der Stadt. Also ich habe noch nie, obwohl ich 11 Jahre in Berlin gelebt habe, mit Studium und so weiter, ich habe es geschafft, jedes Mal zu vermeiden, in Berlin zu drehen. So, und da merke ich dann schon irgendwie, dass ich Dorfkind bin, dass mich scheinbar so diese, ja, das Ländliche reizt, auch raus aus der Stadt.
die Muse, keine Ahnung. Also ich muss tatsächlich sagen, ein Schauspieler, der mir einfach sehr am Herzen liegt und für den ich immer irgendwas finde, ist Thorsten Merten, so hier mein Herse. Und ja, keine Ahnung, gute Frage, ich weiß es nicht. Also mich stellst du in den Wald und da fallen mir bestimmt ein paar Geschichten ein. Stell mich nach Berlin, ich denke nur, Gott, das ist anstrengend hier. Also so funktioniert es bei mir. Also, und warum? Was ist denn Berlin so furchtbar? In Berlin? Ich weiß nicht, also ich glaube, hängt wirklich damit zusammen, dass ich bin Dorfkind und habe das echt genossen. Ich fand es toll, in 50 Metern draußen auf den Feldern zu stehen und da alleine zu sein und Ruhe zu haben. Irgendwie sind mir da immer bessere Sachen eingefallen als in der stinkenden Hasenheide oder sowas. Am dampfenden Ärmelkanal. Wie heißt es? Nein, dieser Landwehrkanal, Ärmelkanal ist ja ganz anders. Stimmt, aber. Ist schon spät. Gibt es noch eine Frage von Ihrer Seite? Sonst habe ich noch eine allerletzte, nämlich wie geht es weiter? Ich weiß, du hast schon gedreht und vor allen Dingen hast du auch was richtig Größeres gedreht. Also du bist jetzt auch wieder in München zurück. Du hast mit einer großen Produktionsfirma zusammengearbeitet. Kannst du uns was darüber erzählen? Ja, also ich habe gerade so eine deutsch-griechische Co-Produktion gedreht in Griechenland mit Warner als Verleiher und Pantaleon ist die Produktionsfirma gewesen. Der auch Matthias Schweighöfer zusammenarbeitet. Genau. Und das ist so, also ich würde sagen eher eine klassische europäische Komödie, so Richtung Lang lebe Ned Devine, Willkommen bei den Sties, sowas, diese Referenz. Ich finde es einfach wahnsinnig spannend, erstmal Sachen auszuprobieren, mir alles anzugucken. Es ist auch spannend, mit den Erfahrungen, die man aus Kolas hat, sowas mit da reinzutragen, soweit es da möglich ist. Trotzdem ist es natürlich dort. Kann man improvisieren da? Man kann immer improvisieren. Also ich glaube, das Entscheidende ist, egal wie klein der Frame ist, du musst dem Schauspieler nur irgendwie ermöglichen, irgendwo eine Plattform zu haben, wo du sagst, hier darfst du dich frei bewegen. So, und wenn das eine nahe ist, die winzig ist, dann erkläre ich dem Schauspieler, hör zu, und in diesem Bereich darfst du machen, was du willst. Ich glaube, egal wie klein es wird, man muss immer als Regisseur schauen, dass du Freiheiten schaffst. Und es ist einfach so, dass es da halt einfach sehr viel organisatorischer, ablaufmäßiger ist. So, man läuft einfach mehr nach Plan und wenn scheiß Wetter ist, dann ist es einfach schwierig, wenn du so ein 40-Mann-Team hast, da sind die Lampen vorbereitet und so weiter. Dann ist es nicht so, wir bauen das jetzt komplett auf Regen um oder denken uns die Szene um, sondern es sind halt die Sachen vorbereitet und man ist da nicht so flexibel. Trotzdem gibt es auch schöne Seiten, absolut. Also jetzt gucken wir mal, wie der Film wird. Es war auf jeden Fall ein anderes Arbeiten. Trotzdem spannend und lehrreich. Und ich merke aber auch, dass ich mich sehr gesehnt habe, wieder so nach mehr Raum zu haben, einfach mit Schauspielern was auszuprobieren. Auch wenn ein Drehbuch da ist, da einfach mal laufen zu lassen und gucken, was passiert. Habe ich versucht, soweit es ging, ist uns auch ab und zu gelungen, dass man noch am Set was kreiert. Ist natürlich trotzdem viel mehr in dem Mechanismus drin. Ja, nichtsdestotrotz spannende Erfahrungen und viel gelernt. Peter, magst du auch noch was sagen zu deinen Projekten, was noch ansteht oder was du schon gemacht hast? Wann sehen wir dich wieder auf der Leinwand? Das ist schon ausgemacht. Ich gebe dir mal. Schon ausgemacht. darf nie. Ja, morgen in Mainz, glaube ich, ne? Da sieht man es wieder. Jawohl. Oder? Genau, da gibt es Familienfieber. Genau, Familienfieber. Ein ganz toller Film. Und? Der kommt auch im Januar in die Kinos. 15. sagt er. 15. ja. Genau, der kommt dann in die Kinos und dann Alki, gegebenenfalls Berlinale. Regie Axel Ranisch dann. Ja. Die dicken Mädchen nochmal vereint zusammen. Die dicken Mädchen nochmal vereint, ja. Und der schreibt auch gerade irgendwie was, wie mir heute zu Ohren gekommen ist. Und ich mache das mit den Jugendlichen in München, da besuche ich dich mal, Aaron. Vom 14. bis 17. Februar für die Bayerische Staatsoper. Axel macht dann Projekt Pinocchio, da mache ich das Coaching für die
Chorteilnehmer. Das sind 40 Jugendliche, Kinder und Jugendliche. Das mache ich als nächstes alles. Das sind so die Sachen. Wir drücken euch ganz herzlich die Daumen für diese Projekte. Ganz toll, dass ihr auch jetzt so spät nochmal hier wart mit Kohlhaas. Herzlichen Applaus an euch beide, Aaron Lehmann. Vielen Dank fürs Durchhalten. Danke.